So, meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Merten X. Heute zum 63. Part, habe ich vorhin gesehen, weil ich den 61. gerade geschnitten habe. Und dieser Part kommt angeblich am Donnerstag heraus. Ich hoffe es mal, dass er am Donnerstag rauskommt, weil sonst habe ich was Falsches gesagt. Ist aber jetzt auch egal. Ich sehe gerade, dass ich hier irgendwie eine Puppe oder sonst irgendwas hier vor dran habe. Und yo. Jetzt hört es erstmal ein kleines bisschen auf zu lecken. Grund liegt daran, dass ich alle Videos, also jetzt erstmal den 61. gemacht habe. Der 62. Part, der ist in Bearbeitung. Also wird jetzt noch nicht geschnitten, keine Angst. Deswegen leckt es ja jetzt nicht. Und wird es auch erstmal nicht lecken. So. So. Jetzt machen wir mal das hier fertig. Lass mal gucken, wo hier überall jetzt die Abwehr ist. Halt, stopp. Oh, oh, oh. So. Fuck, 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 fuck. Ja, ich habe im Hintergrund habe ich wieder Facebook offen. Tut mir echt leid, dass ich Facebook offen habe. Scheibengleiser, du musst das reparieren. Was? Ich kann so hüpfen? Seit wann das? Oh, fuck. Also seit wann kann ich so hüpfen? Das habe ich gerade auch streng gemacht für die Leute, SAG. Für die Leute, die das Spiel ausspielen. So. Das waren noch nicht alle Abwehrsachen. Okay, vielleicht sind wirklich noch die... Kann die auch noch dazu? Ah, da oben. Was, dann muss ich mich um die hier kümmern. Ach, das sind gleich drei Stück. Ja, um die kann ich mich leider nicht gleichzeitig kümmern. War das jetzt mit der Abwehr? Weil ich habe so ein kleines Problem gerade hier. Mist auf Dick. Ach, ich habe keine Patronen mehr. Es gibt ein kleines Problem, also hier muss ich jetzt irgendwie so schnell wie möglich abhauen. So. Endlich steigen sie mal aus. Problem ist jetzt bei mir, ich brauche nur noch wenige Schläge, dann bin ich tot.
Scheint wohl alle zu gewesen zu sein. Irgendwo muss hier jetzt ein Tank sein. Ah, Scheibenkleister. Ich hoffe, ich spawne in der Nähe. Ach nee. Also es war jetzt nicht gerade schlau von mir. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt lösen. Ja, heute eigentlich, wie gesagt, der 32. Part. Ich hoffe es mal, dass es der 32. ist. Ich trinke aus, ich brauche Wasser. Nein, brauchst du nicht. Irgendwo ist doch noch was explodiert, oder? Oben sind die Tanks. Tank Nummer 1. Und Tank Nummer 2 nehmen wir drüben auch noch mit. Und die Chöre, sie hören mich. Boom. Nice. Explosion. Ich liebe sowas, muss ich echt mal sagen. Mal gucken. Das ist ja jetzt etwas schwieriger, das Ganze. Vernichte Stankams Legion. Ach, wir müssen nur hier die Legion. Das ist auch nicht schlecht. Das ist etwas einfacher. Gibt es hier einen Teil? Spekuteile. Okay. Und zwar brauchen wir hier nur die Leute töten. Nur ist vielleicht gut gesagt. Es gibt noch eine Sache, da muss man den Meister, sage ich jetzt mal, töten. Und das ist etwas schwieriger als nur die jetzt zu töten. Und das hier mache ich viel lieber, weil man hier irgendwann mal weiß, man hat es. Und das ist viel einfacher, finde ich irgendwie. Weil hier sind alle auf einem Fleck und man muss nicht hier irgendwie durch die ganze Gegend laufen, um den Typen zu suchen. Zwar sind 37 Leute zu töten jetzt nicht gerade die Schnellstvariante, kann man aber doch schon als eine Schnellvariante sehen. Also die prügeln mich ja wirklich knüppelweich. Guck mal, wir haben jetzt schon 8 Leute. Das finde ich eben viel besser. Wenn jetzt so dreimal so welche, viermal so welche Wellen kommen, dann sind wir damit auch schnell mal durch. Wir wissen, das Ding ist auch nicht so ultramäßig groß aufgebaut. Letzten Part hatte ich ja noch die Dings gezeigt, diesen Gerbert, sage ich gerne mal dazu. Wir haben gesehen, dass er ziemlich groß ist. Da dort durchzukommen und alles zu finden, ist vielleicht viel schwieriger, als wenn ich jetzt hier nur eine Seite hochgehe, die andere Seite runtergehe. Was hier auch passieren wird, hier wird bestimmt schon das Spekut-Teil drin sein, hoffe ich mal. Nee, doch nie. Hier ist nur das Schrott drin. Da ist aber historisches Relikt. Gut, dass sowas angezeigt wird. Schön am Wasser. Und natürlich für übersetzen. Das Leben ist Sch Schönheit. Schönheit ist Familie, Schönheit ist ewig. Solange es Leben auf der Welt gibt, wird es Schönheit folgen. Ich kann mir es nicht vorstellen. Nicht anders vorstellen.
Mir geht es gut, Abby. Did it die too? Ist auch die Schönheit gestorben? Beauty. Das ist eine gute Frage. Also ob sowas irgendwann mal in echt passiert, würde ich auch mal gerne wissen, ob wirklich mal die Welt so sehr untergeht. Eins kapiere ich zwar in den ganzen Sachen nicht, warum holen sie sich V8 Motoren und alles so richtig starke Dinger? Klar, man muss man irgendwie durchkommen hier durch die ganzen Sand und die Entfernung und sowas. Aber für mich ist es irgendwie trotzdem unverständlich, wie man sowas machen kann, obwohl irgendwie es auch an Benzin und allem fehlt. Asshole, der hat mich Asshole genannt. So, gibt es hier sonst noch irgendwas? Also dieses ist doch ein bisschen kompliziert aufgebaut, sieht man gerade. Ich gehe mal hier runter, einfach nur aus Prinzip. Aber ich glaube, von hier kam ich gerade, oder? Ach so, ist das aufgebaut? Ach so, okay. Also nicht so kompliziert ist das, aber trotzdem nicht komplett simpel aufgebaut, sieht man gerade. Also nicht nur, dass man durchrushen kann, sondern schon ein bisschen Leidensmittel überlegen muss. Und ab rüber, ich hoffe, da sind noch die restlichen, weil hier war ja kaum was los. Wer jetzt diese Gegner teilen, wäre bestimmt hier oben diese große Arena. Hi. Da wurde ich wieder angeschrieben. Ich weiß schon von wem, es tut mir echt leid. Ist sogar eine weibliche Person, deswegen. Oh fuck. Leute, ich habe mich durch die Wand gepackt. Jetzt weiß ich, wie ich den Part nennen kann. Wenn ich so viel noch Arbeit reinsetzen würde, dass ich Pre-Intro machen würde, wüsste ich auch, was ich reinsetzen würde. So. Jetzt habe ich gerade die Leute nicht gesehen, wie viel eigentlich noch da sind. Wir haben fast 3000 Schrott. Wie gesagt, Schrott ist hier die Währung für die Leute, die es eben noch nicht kennen, das Spiel. Munitionos, Spontaneus, Exkursosius. Von hier drüben kommen wir ja. Komm mal klar, mein Lord, komm mal klar. Und wo geht's jetzt lang? Gibt's hier keinen Weg nach unten? Als haben sie es doch nur eingefügt, den Sprung. Ah, hier. Hier sind natürlich noch welche drin. Falsch das eh. Bam!
Hier mal Schrott noch. Aber mir fehlt noch das Speku-Teil. Oh, irgendwie bin ich jetzt gerade erschrocken. Also leicht erschrocken. Oh. Ich frage mich, ob das hier alle sind. Ihr könnt mal in die Kommentare jetzt schon mal schreiben, ob ihr denkt, ob das hier alle sind. Ihr könnt ja selber mal raten. Das ist ja nicht nur für mich, dass, ob ich jetzt hier denke, das sind alle. Aber es sind anscheinend nicht alle. So nice, sehr nice. Also mir fehlen hier noch 8 Leute. Aber es ist ja auch kein weiteres großes Problem. So, jetzt kümmern wir uns erstmal hier. Gucken nochmal, ging es hier irgendwo anders noch lang? Hier nach oben brauchen wir nicht. Hier lang. Gibt es noch Munition? Eine Schrotflintenpatrone. Ich habe sogar das gerade nicht kapiert, was die Enemy geschrieben hat. Ich habe ja mein Handy hier liegen. Das hat ja wegen zeitgründlichen seine Sachen hier. Oh, eine Waffe. Dass ich immer vergesse, dass ich hier irgendwie so ein Teelicht noch anhab. Also so ein kleines Licht habe ich hier noch immer. Am PC. Also beziehungsweise immer, das habe ich jetzt jetzt so angemacht. Weil es ja so ein bisschen weihnachtlich wird, habe ich so ein kleines Weihnachtslicht lang gemacht. Hier. Oh, sieht recht schön aus. So, mir fehlen irgendwie noch ein paar Leutchen. Mal gucken, wo sie sich verstecken. Also hier draußen sind es hundertprozentig nicht, weil ab hier dann erst das Ganze beginnt. Also mir fehlen noch 8 Kämpfer. Ein Insights, ein Spreku-Teil. Müssen wir nochmal alles durchgehen. Das ist echt mies. Hier gibt es ja nichts in der Mitte, oder? So, hier war ja die große Massenkabellage. Ich könnte mit euch wetten, dass ich dann auf einmal richtig erschrecke. Ich hatte kurz für euch vielleicht noch, weil hier dieser Herbst-Sale vor kurzem bei Steam. Und da hatte ich mir echt überlegt, ob ich mir dieses 3 Days oder 4 Days hier dieses Gruselspiel mir hole. Wobei ich dann überlegt habe, nee, ich bin nicht so für Gruselspiele da. Auch wenn es bestimmt richtig geil wäre, wenn ich das zocken würde. Am besten noch mit Cam. War bestimmt am besten. Ach, dort geht's noch nach oben. Okay. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich dort hochkomme.
Da drüben geht's nach oben, okay. Wie komme ich da hin? Muss ich noch eins weiter runtergehen? Muss ich hier hochgehen? Da wurde ich wieder angeschrieben. Muss ich hier hingehen? Hier gibt es nichts mehr. Dann bin ich hier auf dem Dach und dann geht es hier nochmal die Party ab. Gucken, ob hier nochmal Insights sind. Nein. Mensch, zwei Nachrichten. Bin ich berühmt oder was? Erstmal das Wichtigste ausgeschaltet. Ein Warkrieger, solange es geht, würde ich euch das empfehlen, auch zu machen. Aus dem einfachen Grund, sonst sind die zu stark auf einmal. Vor allem die Schwarzen. Wenn die schwarz lackierten Typen, die sind dann so heftig stark. Also könnt ihr hier mit, weiß ich nicht, was allen ankommen. Ihr schafft das nicht, das verspreche ich euch. Oder sehr, sehr schwer. Und der letzte. Nee, der vorletzte. Kommt der jetzt auf einmal her? Nice. Aber wie gesagt, diese Maps mag ich mehr als die anderen. So. Ja, den Rest holen wir uns jetzt noch. Dann brechen wir die Tür auf und dann machen wir hier das Insights und dann haben wir das auch. Hoheitsgebiet. Eine Explosion. Achso, deswegen ist auch dort der Dings. Und der Kanister. Ja. Hat leider nicht geholfen, deswegen muss ich doch noch den Kanister hier nehmen. Bam. Geil, wie die Tür gerade wegflog. So, und hier haben wir das Bauteil und das letzte Schrott. Spätisch. Ich weiß gar nicht mehr, was jetzt alles war. So, hier haben wir den restlichen Schrott. Und jetzt können wir abwarten. Jetzt kommt nämlich das nochmal. Nice. So. Dann wollen wir mal hier runtergehen. Und gucken, wo wir als nächstes. Als nächstes haben wir ja noch hier. Also, Griffer, das ist die Fähigkeit. Das sieht man ja gerade. Der Face Temple, da waren wir ja noch nie. Bin ich mal gespannt. So, die beiden Sachen noch machen. Dann wollten wir jetzt zuerst hier hochfahren. Das hier machen, dann das. Oder bekümmern uns das hier unten. Dann fahren wir dann nämlich da und da hin. Ich glaube, das ist ein kleines bisschen besser. So, fast Stufe 2, 3000 Schrott. Wir könnten das Auto jetzt mal langsam verbessern, habe ich so das Gefühl. Und wir haben ja aber auch noch die Aufgaben, weiter zu erweitern. Das hört sich komisch an, aber die jeweiligen Brücken weiter auszubreiten. Da haben wir da noch die Aufgaben, bei Pink Eye zum Beispiel 1500 Schrott zu liefern. Hier haben wir auch nochmal 1500 und hier haben wir auch nochmal 1500. Also das könnte man jetzt zweimal machen. Verbündete Lager haben 640 Schrott hinzufügt. Da sieht man, wozu eigentlich die Lager auch zuständig sind. Also man kriegt 60 Schrott pro Lager, also könnt, 40 pro Lager, also könnt ihr euch ausrechnen, wie viel Lager ich besetze, vernichtet habe in den ganzen Parts. Wer nicht von Anfang an dabei war und schon mitgezählt hat. Wer es mitgezählt hat, der weiß es und es hat auch Langeweile. Muss man wirklich sagen. Also ich hätte niemals bei irgendjemandem mitgezählt, wenn dann jemand auf immer sagt, ey, yo, könnt ihr mal von Anfang an mitzählen? Ah.
Ich kann ihm mal, wie ich Champacket rufen konnte. Dann ist er nämlich mit seinem Fahrzeug hierher gefahren und hat mich abgeholt. Macht er jetzt aber nicht mehr, weil ich nicht mehr weiß, wie ich ihn rufen kann. Ach nein, nicht noch eine Kriegstruppe. Frontalzusammenstoß. Oh fuck. Alter. Hau bloß hier ab. Alter Schwede. Ah. Ja, besseres Werkzeug. Ich weiß aber nicht. Das kann ich euch auch mal kurz zeigen. Nee, brauchen wir in der Werkstatt war's. Alter Schwede. Oh, das ist auch, glaube ich, neu. Dass man den Schaden richtig sieht. Ach, schon wieder angeschrieben. Leute, lasst mich doch mal in Ruhe zocken. Ich mache Aufnahmen. Ich bin ein berühmter YouTuber. Ich brauche meine Ruhe. Können auch YouTube, Facebook schießen, aber dafür bin ich viel zu voll jedes Mal vor der Aufnahme, weil ich immer schreibe und wichtig bin. Die bringen sich echt hier gegenseitig um. Ich muss mich dann mal verstecken, dass ich das Fahrzeug plus mich heilen kann. Sauf, 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 sauf. Schlag! So. Jetzt lasse ich mal hier mein Fahrzeug zusammenräumen, zusammenbauen. Ah, nee. Und die Chöre singen für mich. Oh. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Wisst ihr, Freunds, ich habe Simpsons nicht mehr. Kann ich ja wirklich sagen. Und die ganze Zeit kommt irgendeine Folge, die ich schon kenne. Und jetzt kommt eine neue. Ich fühle mich vielleicht dezent verarscht von, Oh, da sind wir ja schon. Von, ProSieben muss man echt sagen. Aber die Folge ist auch bald vorbei, also bringt auch nicht den Part jetzt gleich zu beenden. Und noch reinzugucken. Ich sehe bloß, dass er irgendwie entführt worden ist, wenn man Simpsons. Und er fällt. So, und jetzt haben wir nämlich das hohe Gebiet auch alles so geschafft, dass man Dings hat. Jetzt haben wir. Wie spät haben wir es denn?
So, wie viel Zeit haben wir noch? Fahren wir mal in den Tunnel. Wir fahren in den nördlichen Tunnel jetzt rein. Da waren irgendwelche Klamotten zu holen. Können wir mit dem Auto reinfahren? Ah, also hier drin ist ein Suchgebiet mit 3 Schrott. Ah, man kann es doch ziehen. Was? Da komme ich doch nie durch. Ich muss echt reinlaufen. Das mag echt eine Falle sein, habe ich das. Oh. Neue Feinde. Night Lizards. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ich habe so das Gefühl, dass die recht stark sind. Ich weiß nicht, ob ich nur das Gefühl habe oder ob es so ist. Noch der hier. Mensch. Mensch, Mensch, Mensch. Die Inne erinnert mich gerade an was, was ich jetzt mal ansprechen kann. Schulzeit. Ich hasse Geschichte. Also Geschichte war wirklich ein Hassfach für mich. Dein verfickter Ernst. Jetzt hat sie bestimmt geschrieben, dass sie Geschichte mag. Dann mag ich sie nämlich nicht mehr. Zum Glück kenne ich die ja noch nicht so richtig. Vielleicht mein Glück. Also es nicht weh tut, wenn ich sie verliere. Also Geschichte war wirklich ein Fach, da habe ich abgelost wie sonst nirgendwo. Dann gibt es ja sonst noch irgendwelche Fächer. Also Deutsch ist nie meins, Mathe ist nie meins, Physik ist nie meins, Biologie ist nie meins. Um anders zu sagen, die einzigen Fächer, die ich irgendwie konnte, waren Kunst etwas, Musik, weil ich Musikschule war. Ein bisschen musikalisch angelegt. War ich im Musik gar nicht mal so schlecht. Kunst, was gab es denn sonst? Sport war ich auch nie der Beste. Ich trinke jetzt erstmal noch was. Was gab es denn noch für Fächer? Ich glaube, das sind eigentlich so alle gewesen. WTH, also Wirtschaft, Technik, Haushalt, war nicht gerade unbedingt meins. Warum habe ich das Gefühl, dass hier hinter welche Typen sind? Sind es nicht? Aber jetzt kommen sie raus.
big one. Und wer habe ich Angst? Warum habe ich das Gefühl, dass hier gleich welche aufsteigen? Ich hab so schwäche Schiss. Ich hab so welche Schiss, ja klar. Ich hab so Schiss, das sage ich euch. Zwei für die Frau, die Frau ist ja auch irgendwie abgehauen. Hat der eine ja das eine Mal gesagt gehabt. Mission abgeschlossen im Reich der Bestie. Die sogenannten Kriegsschlepper hat sich ausgezahlt. Jetzt nichts wie raus aus dem Höhlenloch. Hope hat eine neue. Okay. Hope hat was Neues. Wo ist denn Hope? Hä, wo ist denn Hope? Hope ist doch eigentlich abgehauen, oder? Ah, hier, oder? Ne, Informationen. Begegnung, Begegnung. Wo ist denn Hope? Begegnung. Begegnung, Begegnung. Ich finde Hope nicht. Begegnung. Ich glaube, die Begegnung muss ich auch mal machen. Damit die mir weg sind. Ich weiß nicht, was die machen. Hat eine neue Ölandmission. Wow, wir haben doch auch hier mal Pause. Ölandmission. Ödland. Denke die. Im Reich der Bestie. Achso, das ist das, was wir jetzt durch schon haben. Begegnungen haben wir ja so wenige jetzt erst. Hauptmissionen haben wir auch nur ein paar. Statistik möchte ich mal gucken, ob da auch die Prozentzahl drin sind. Spielerfortschritt. Also 47%. Ach du heilige Scheibenkleister. Die kommt noch eine Menge auf uns zu. Hier kommt noch eine richtig Menge auf uns zu. Bauprojekt beendet. Ich hoffe, das war es jetzt an Typen, die jetzt hier irgendwie. Das hier braucht man ja nicht, also darauf habe ich auch keine Lust. Darauf habe ich wirklich keine Lust. Aber ich würde mal sagen, das war's mit dem Part. Der Part ist echt lang geworden. Hoffe ich mal. Weil ich habe irgendwie die Zeit komplett verloren jetzt. Ich habe also kein Zeitgefühl mehr im Moment. Aber wir haben jetzt ein volles Magazin für die Sniper. Also ich kann euch noch was anderes zeigen, Werkstatt. Ja, das brauchen wir irgendwie noch. Ödland-Mission, Schlüssel aller Schrauben und schraubenseitiger Schlüssel brauchen wir beides noch, damit die Reparaturgeschwindigkeit erhöht wird. Irgendwie, keine Ahnung, wann wir das bekommen. Panzerung ist ja jetzt im Motor, müssen wir noch. Snipergewehr. Nee,
Halt, Sniper hier. Erweitertes Magazin. Muss ich die jetzt hier nach und nach erstmal machen, weil ich jetzt, glaube ich, das hier habe, oder? Machen wir mal kurz. Das ist nervig. Also das hätten sie auch rauspatchen können. Ach, trotzdem immer noch 3000 Punkte. 2700, das ist immer noch genug. So, und die Waffe jetzt hier und aufgewertet. Für 100 Schrott. Das ist recht billig. So, dann hatten wir, das hier ist komplett fertig. Dann hier sind wir noch nicht komplett fertig. Das hier können wir machen. Oh, ich werde gerade angerufen. Leute, bis zum nächsten Mal. Sagt ihr, wenn es wollt.